Und damit wieder ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Ban Solar Gaming und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Jenseits des Lichts Story Kampagne. In der letzten Folge haben wir so eine kleine Fluchtsektion gehabt. Da durften wir erstmal vor Eramis Lakaien fliehen und jetzt sollen wir Varix helfen, die Evakuierung für seine Leute einzuleiten. Und zwar, wir sollen ein Netzwerk aufstellen, damit er überhaupt die Evakuierung einleiten kann. So, und dafür starten wir diese Mission. Wachsender Widerstand. Gesundheit. Europa ist nicht mehr der sichere Hafen, den ich mir erhofft hatte. Wir müssen die Retter all derer sein, nicht unter der Herrschaft eines dunklen Kells leben wollen. Ein geheimes Kommunikationsnetzwerk würde es uns ermöglichen, Kontakt aufzunehmen. Varix, wir sind soweit. Wo ist das erste Relais? Varix dankt euch. Nochmal eine Kleinigkeit machen. Und zwar wollte ich ja eine Maschinenpistole mir mal eben holen. Wegen einem einen Beutezug. Aber da wurde ich ja blöderweise gestört von einem von diesen Drecksviechern. Ich glaube eher, dass das hier so ein Rüstungsshader ist. Philips B. Mal schauen, wie das da drauf aussieht. Ja, kann man machen. Kann man machen. Okay, das sind sogar die gleichen. Und die beiden hier auch. Cool. Und was ist damit? SC Holovisier. Na, dann wird doch die hier. Für 777 Glimmer kann man das ja machen. Ich habe sowieso zu viel Glimmer in meinen Inventar. So, einmal ausrüsten. Wir brauchen ja sowieso nicht so viel Power Level, weil die Missionen sind ja hier gefühlt alle auf 1600 Power. So, dann waren wir mal. Ab dafür. Okay. Ah. Hier fängt der Spaß ja schon an. Energieversorgung läuft, Varix. Gut. Noch zwei weitere. Okay. Anscheinend ist das hier nur so eine kleine Mission. Ich denke mal, ein zweites Kapitel wird wahrscheinlich auch noch reinpassen in dieser Folge. Okay, Varix, das waren zwei. Oh, was ist jetzt los? Hast du das gehört? Klang wie Stimmen. Was? Wer? Wie die durch mich sprach. Dann müssen wir uns beeilen. Es gibt noch ein weiteres Relais. Oh. Oh nein. Sie ist es. Sie ist hier. Sie ruft uns. Kommuniziere mit der Gruppe. Ah, Schnauze, Handy. Du hast geantwortet. Wir haben dich lange genug warten lassen. Nun komm, die Rettung erwartet dich. Geist?
Alles in Ordnung. Das Licht hat dir nicht genügend Anerkennung gezollt. Wie einem Soldaten, dem immer wieder aufgetragen wurde, seine Befehle zu befolgen. Deshalb wollen wir uns bei dir bedanken. Mit einem Geschenk, das dir helfen soll, endlich die Oberhand zu gewinnen. Hier kommt unser Hüter, gerade rechtzeitig. Eris, der Vagabund und die fremde Exo. Eieieiei. Lang ist's her, meine Jute. Ehemals auch aus Destiny 1 bekannt, die fremde Exo. Es ist nämlich dieselbe. Aber ich hatte damals nie gedacht, dass die wiederkommt. Und vor allen Dingen, einfach mal der Vagabund in Aktion, ey. Der Dude, der für Gambit zuständig ist. So, was wollt ihr hier? Ich bin wirklich erleichtert, dich zu sehen. Wir brauchen dringend Verbündete. Und noch dringender brauche ich einen Puffer zwischen mir und dem nervigen Vagabunden. Weißt du, die Fremde ist viel zu still, um mir eine Pause von seinem Geschwätz zu verschaffen. Ich vermute, ihr Schweigen bedeutet, dass sie etwas zu verbergen hat. Ich weiß aber noch nicht, was. Nun, die zwei sind aber immer noch besser als meine einsamen Studien auf Luna. Du hast Glück, deinen Geist zu haben, Hüter. Wie du dir sicher schon denkst, sollte diese Reise in die Dunkelheit nicht alleine angetreten werden. Okay. Ich würde auch mal gerne wissen, was sie gleich zu sagen hat, aber können wir nochmal mit den Vagabunden sprechen? Ja, können wir. Dein alter Kumpel Vagabund hatte recht. Das Motto, Licht ist gut, Dunkelheit ist schlecht, hat ausgedient. Die Leute fangen endlich an, es zu begreifen. Bei allem, was auf dem Spiel steht, genießt du es, im Recht zu sein? Gönn mir doch auch mal was, Dreiauge. Okay? Einmal. Okay. Nette Konversation, aber was willst du denn jetzt von uns? Ich weiß. Ich schulde dir eine Erklärung für das alles. Ich bat die Hüter einst, das Schwarze Herz zu zerstören, um die Dunkelheit fernzuhalten. Doch trotz unseres Erfolgs ist mir jetzt klar, dass das Schicksal früher oder später an die Tür klopft. Die Schleusen sind offen. Die Dunkelheit ist hier. Jetzt nutze ich sie, um unsere Feinde aufzuhalten, wo das Licht es nicht kann. Deine Stärke in der Pyramide beweist, dass auch du sie benutzen kannst. Vor uns liegt eine sogenannte Ziggurat. Sie dient der Versuchung. Um dein Training zu beginnen, musst du nachgeben.
Hier, nimm das. Splitter der Dunkelheit. Ein schwarzes, pyramidenförmiges Objekt. Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist sehr schmal. Überschreiten wir sie gemeinsam. So, weiter im Text. Das in deine Hand passt und mit einer besänftigen Energie vibriert. Eieiei, zu viel zum Lesen. Oh, Hilfe. Die fremde Exo ist zurückgekehrt. Gerade als die Dunkelheit dich zu sich einlädt. Statt dich zu ermahnen, dich abzuwenden, sagt sie, es sei an der Zeit zu akzeptieren, was sie dir anbietet. Das Licht reicht nicht aus, um sich Eramis und ihren dunklen Rat entgegenzustellen. Wenn du sie besiegen willst, musst du die Macht der Dunkelheit annehmen, wie sie es getan haben. Oder wie sie es getan haben, falsche Betonung. Ja. Sie überreicht dir einen Splitter der Dunkelheit, der es dir ermöglicht, Stasis einzusetzen. Der neue Fokus übrigens in diesem DLC. Oder war eins der neue Fokus, der vierte. Es gibt noch mehr von seiner Art. Und sie alle befinden sich in den Händen von Eramis und ihren dunklen Rat. Dein Splitter ist noch schwach. Doch je mehr dein Können wächst, desto stärker wird er werden. Schließlich bietet dir die fremde Exo noch ihr Lager an. Komm hier zurück, um über deine neu erworbenen Erfahrungen nachzudenken, während du weitere Lektionen und Erinnerungsstücke sammelst. Doch zuerst musst du den Weg, der vor dir liegt, akzeptieren. Beginne damit, deinen Splitter in der monolithischen Zikkurat auf den vor dir liegenden eisigen Ebenen einzustimmen. Tja. Das heißt, wir kriegen sozusagen die erste Einstimmung. Aber der Fokus an sich. Ich habe noch nie so etwas wie diese Macht gesehen, die Eramis hat. Wenn sie die auf ihre gesamte Armee übertragen kann. Das wird sie nicht. Weil wir sie aufhalten werden. Das müssen wir. Geist, danke, dass du mich unterbrochen hast. So, dann wollen wir mal einstimmen. Stasis-Siegel freigeschaltet. Kommuniziere mit der Krux der Dunkelheit im Nexus. Oh, die Mission ist ja noch nicht zu Ende. Es geht echt schon ein ganzes Stück. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass diese Mission nicht so lange geht. Aber gut. So soll es sein. Aber wir müssen was zu tun. Aber ich denke mal, hier werden wir höchstwahrscheinlich einmal den Stasis-Fokus ausprobieren. Das heißt, in dieser Folge gibt es noch was zum Anschauen. Oder was anschaubern ist. Und zwar richtig. Neue Fokus in Destiny sind eigentlich immer cool. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass zu The Final Shape noch ein dritter Fokus kommen wird. Aber ja, da hat man ja wieder sich nur auf den Lichtfokus konzentriert. Und zwar nämlich die man am Anfang nämlich hatte. Leere, also zu Destiny 2, Rote Schlacht. Den Sentinel, Arkusläufer und die Dämmerklinge. Dass es da neue Fähigkeiten geben wird. Statt ein komplett neuer Fokus aus dem Dunkelelement. Es war ja eigentlich ein Gerücht, dass es ja diesen, wie hieß diese Infektion bei Rise of Iron? Ja, Diva, stimmt. So einen Fokus sollten wir eigentlich bekommen, so einen rötlichen. Ist auch Dunkelheit. Und das sollte nämlich dieser sogenannte Siva-Fokus sein. Aber den werden wir leider nicht kriegen. Vielleicht irgendwann mal in späterer Zukunft, aber mal schauen, ob es noch einen dritten Dunkelheitsfokus gibt. Bei Destiny 2 soll ja angeblich ja noch weitergehen, aber irgendwann ist es auch mal Zeit, auf Destiny 3 umzusteigen.
Weil sonst wird so viel gesunsettet und das ist auch nicht cool. So, kommunizieren. Was passiert jetzt? Ja. Das sieht fett nach Stasis aus. Ja. Yep. Jetzt gibt's auf die 12. Na, noch sind die härteren Gegner noch nicht da. Ja, Stasis kann auch ganz gut sein. Also ich habe jetzt mir mal so ein Bild auf meinen Main-Account gemacht. Da habe ich den eigentlich ganz gut drin. Stasis. Da kommen wir mal einmal den Winterzorn hier an. So heißt nämlich die Ulti. Aber eigentlich haben ja viele den damals gesagt, wo der Stasis ja erst eingeführt wurde, hat man ja gesagt, das ist ja alles viel recycelt worden und so. Ja, gerade, naja, okay, bei den Titanenfokus selber muss ich das auch echt zugeben, weil der Titanenfokus ist im Grunde genommen das gleiche, nur halt, dass das dann halt nur diese Eisfähigkeit ist, also Chaosfaust mit ja, Eis, sag ich mal. Erstmal wieder damit klarkommen, ey. Mit diesem Spaß. Ja. Ah, ich muss aber auch echt sagen, ne, gerade auch der Fokus, der zu Lightfall dazu gekommen ist, ne, Strang, der ist auch richtig übel, ey, gerade für den Titan mit dem Kriegsbanner. Da kannst du ja alles mit rasieren, wenn du den richtig eingestellt hast und die richtigen, das richtige Equipment hast. Scheiße. Da ist ein dicker Oschi. Scheint wohl, ja, ja, der Boss zu sein. Aber jetzt mal hier ordentlich eine Damage rein zimmern. Ey, klatsch mir keine, du Arschkeks. Das hat Spaß gemacht. Aber im Grunde genommen ist ja Beyond Light ja auch nur ein langes Strang-Tutorial. Komm schon durcheinander. Ein langes Stasis-Tutorial. Was ich noch dazu sagen wollte ist, und das... Ja, ich glaube, das hebe ich mir zum Schluss auf. Es geht um die Aspekte und Fragmente. Okay, wir sollen jetzt sogar eine Truhe noch öffnen. Kein Problem. Das kriegen wir alles noch rein. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir hier nur rumlaufen müssen, um diese Signale aufzustellen. Aber es wird ja doch noch interessant. Und jetzt können wir nämlich hier so eine Barrikade nämlich entsiegeln. Genauso wie diese Truhe mit diesem Symbol. Ey! Potzköpfe! Schießt ihr mich an? Geht ja mal gar nicht. So, wir sollen jetzt nach Varex zurückkehren und das tun wir jetzt auch. Und dann ist das nächste Kapitel ja schon beendet, obwohl es ist ja schon beendet worden. Aber wir sollten ja noch die Truhe einsammeln für den Splitter. Es wird aber auf jeden Fall noch eine ziemliche Ecke interessanter.
gerade für die nächsten Male mit Stasis. Und außerdem schalten wir den auch am Ende der Story frei. Okay, da hat er den leuchtende leere Shader ausgerüstet. Guti, dann wollen wir mal gucken, was willst du, Varix? Kann es sein? Ich kann diese vergiftete Macht an dir riechen. Verbreitet sich die Korruption so schnell? Oder hoffst du, Eramis mit ihren eigenen Waffen zu schlagen? Na ja, das, ne? Du befindest dich auf einem sehr gefährlichen Weg. Geh mit dieser Rücksichtslosigkeit zu Phylax, aber Vorsicht. Sie ist Eramis beste Kriegerin. Sie hat sich im Dämmerbruch einen Namen gemacht. Wenn du dich als würdiger Gegner entpuppst, wird sie sich zeigen. Ja, in Beyond Light wird es noch viel zu tun geben. Ah, da bekommen wir auch schon die nächste Waffe. Knochenkühler, Schrotflinte. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, die sieht irgendwie ganz witzig aus. Aber das Gestell, ey. Das ist auch sehr ungewöhnlich. So, Gefallene besiegen. Und das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part machen. Und dann würde ich mich erstmal wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Den Channel abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Beziehungsweise für weitere Videos. Und die Glocke aktivieren, um eine Benachrichtigung zu bekommen, dass neue Videos auf meinem Channel am Start sind. Und in dem Sinne, wiederschauen, reingauen, bis zum nächsten Mal. Tschö, mit Ö.